sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Fürchtet euch nicht vor den Menschen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig, und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine lieben Schwestern und Brüder, ein Satz durchzieht die Beschreibung des Lebens Jesu im Neuen Testament vom Anfang bis zum Ende. Fürchte dich nicht, oder in der Mehrzahl, fürchtet euch nicht. Als der Engel Maria erschien und sie begrüßte: Du Begnadete, der Herr ist mit dir, erschrak Maria und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Der Engel sagte ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Nach der Geburt des Jesuskindes erschien der Engel den Hirten auf dem Feld in der Nacht. Und sie wurden vom Glanz umstrahlt und fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Am Karfreitag, die Jünger verzweifelt, ratlos, erschüttert, verängstigt. Das erste Wort, das ihnen gesagt wird: Fürchtet euch nicht. Und im heutigen Evangelium, in der Ansprache Jesu an seine Apostel,
kommt der Satz, fürchtet euch nicht, dreimal wie ein Kehrvers, wenn wir Psalmen singen, in dem Text vor. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Ein starkes Wort, aber auch ein herausforderndes Wort. Fürchtet euch nicht, ihr, meine Jüngerinnen und Jünger, wenn ihr euch zu mir bekennt, vor denen, die den Leib töten können. Die Märtyrer, deren wir viele bis in die Gegenwart haben, sind die herausragendsten Zeugen für die, die diesem Wort gefolgt sind. Aber es gibt viele Unbekannte und Ungenannte, die auch bis zum Letzten treu zu ihrem Glauben an Christus standen und keine Furcht vor Menschen hatten. Der heilige Papst Johannes der 23., der auch hier bei uns im Dom, ehe er Papst war, am Altar der Schmuckmadonna die heilige Messe gefeiert hat. Papst Johannes der 23. hat einmal den schönen Satz gesagt, wer glaubt, zittert nicht. Unsere Achtung gilt allen Menschen, die nicht zittern, wenn sie wegen ihres Glaubens belächelt, gelästert, verachtet werden. Wir haben keine Sorge, dass unser Leben wegen unseres Glaubens gefährdet ist. Aber in der Gesellschaft haben wir in der Regel auch nicht besonders hohes Ansehen, wenn wir uns bekennen zu Jesus Christus. Deshalb sollten wir nie das Wort Jesu vergessen. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Nun habe ich eben einen halben Satz aus dem heutigen Evangelium zitiert. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Der Satz ging aber weiter. Fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Was ist das für ein Gott? Bereitet er Schrecken? Müssen wir Angst haben vor ihm? Was bedeutet Gottes Furcht? Gerade das kurze heutige Evangelium kann uns deutlich machen, dass Gottes Furcht etwas ganz anderes ist als die Furcht und Angst, die wir vor Menschen haben. In den nächsten Worten, die diesem Satz folgten, wird sehr plastisch deutlich gemacht, die väterliche Sorge Gottes, die seine Nähe zum Menschen. Beides gehört zusammen. Die Größe und Majestät Gottes, vor der wir Ehrfurcht und Respekt haben, und die väterliche Sorge, die uns Geborgenheit gibt und die Angst nimmt. Gottes Furcht ist nicht der Schrecken vor dem strafenden Gott, sondern das ehrfürchtige Staunen vor dem Unbegreiflichen. Wir Rheinländer sind ja wahrscheinlich zu Recht als recht lockere Christen
in anderen Teilen Deutschlands verschrien, gekennzeichnet, nach dem Motto: Der liebe Gott ist nicht so. An dem Satz ist ja was Richtiges. Aber dieser Satz, meine Schwestern und Brüder, führt uns nicht zu der unbegreiflichen Größe, Güte und Liebe Gottes. Die Furcht vor Gott, die Gottesfurcht, ist geradezu die Begegnung zum lebendigen, unbegreiflich liebenden Gott. Deshalb heißt es auch im Psalm: Die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Und deshalb gehört die Gottesfurcht zu den 7 Gaben des Heiligen Geistes, die uns Menschen helfen, den Anruf Gottes in unserem Leben zu folgen. Vor wenigen Tagen hat Papst Franziskus in einer Generalaudienz etwa so es formuliert. Das muss ich näher in die Hand nehmen, da das so klein von mir darunter geschrieben ist. Zwar solle der Mensch Gott mit Demut und Gehorsam begegnen, aber nicht in einer passiven, gedrückten Haltung, sondern mit Mut und Kraft. Gottesfurcht sei eine Gabe, die uns zu überzeugten, enthusiastischen Christen macht, die dem Herrn nicht in Angst unterworfen sind, sondern weil sie bewegt und erfüllt sind von seiner Liebe. Schöner kann man es kaum sagen. Unser Dom, diese alle menschlichen Maße überschreitende Halle, kann und soll in uns Menschen den Blick nach oben, den Gedanken zum unbegreiflichen Gott öffnen. Die Feier der Liturgie, der Messe, jeder Gottesdienst hat gleichsam die 2 Akzente: die Ehrfurcht vor der Größe und Liebe Gottes und gleichzeitig seine Nähe in uns lebendig zu halten. Es geht hier nicht um Äußerlichkeiten, ob einer die heilige Kommunion mit der Hand oder mit dem Mund empfängt, ist völlig unerheblich. Beides kann ehrfurchtsvoll und ehrfurchtslos sein. Es kommt auf unsere innere Haltung an, Gott, den Herrn unseres Lebens im Beten und Handeln anzuerkennen. Wer glaubt, zittert nicht. Wem aber die Gottesfurcht verloren geht, in dessen Leben schleichen sich häufig Ängste ein, vor allerlei Götzen bis hin zum Aberglauben an Horoskope und die Sterne. Wir wollen die Heilige Messe feiern als Quelle des Lebens, der Kraft, der Ermutigung und der Hoffnung. In Ehrfurcht wollen wir dem Herrn begegnen, der uns nahe ist, und der jedes Mal uns sagt: Fürchtet euch nicht, ich bin auferstanden. Amen. Credo in unum Deum. Amen.
Keinem seiner Hand, der fest in seiner Liebe verwurzelt ist. In diesem Vertrauen wenden wir uns in unseren Sorgen und Anliegen an ihn. Für unser Erzbistum Köln, lass alle im Glauben treu bleiben, in der Einheit wachsen und sich im Gebet für deine Führung öffnen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Christen in der Verfolgung, die mehr dich als ihre Widersacher fürchten, um Treue zu dir. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für unser Volk und alle, die bei uns leben, um Hellhörigkeit für deinen Ruf in dieser Zeit. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich für Frieden und Versöhnung einsetzen im Irak, in der Ukraine, in Syrien und in allen Kriegs- und Krisenregionen unserer Welt, um Überzeugungskraft und Ausdauer für ihr Engagement. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für die 7 Diakone,
die am kommenden Freitag in unserer Hohen Domkirche zu Priestern geweiht werden. Um die beständige Gewissheit der Gegenwart des Herrn in deiner Kirche und in ihrem persönlichen Leben. Gott, unser Vater, für alle Kranken und jene, die nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen können, um die Erfahrung deiner liebenden Gegenwart. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Heiliger Gott, gib, dass wir dich nicht nur fürchten, sondern dir aus ganzem Herzen unsere Liebe erweisen. Erhöre unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn.